Ja, das steht dir sehr gut. Kaufst du auch deine Sachen ab und zu so von Flohmärkten und so? Ja, manchmal schon noch ein bisschen. Heidi Brühl ist da, setzt sich da hin. Ich habe sie immer dann früher Brudi Heil genannt. So. Ja, aber auch nur einmal gelungen. Einmal gelungen. Wie oft warst du dann in Studio B bei mir? Ich glaube, 15 Mal. Und wie lange bist du dann überhaupt im Geschäft? Normalerweise, man fragt eine Dame nicht, wie alt sie ist, aber ich glaube, in deinem Fall kann man schon mal. Ja, man kann, weil man nachrechnen kann. Ich habe mit 10 den ersten Film gemacht und bin jetzt 43, also 33 Jahre. Ich kann dich nur gratulieren. Du hast dich nicht liften lassen oder so, darf man das fragen? Nö, noch nicht. Du hast es nicht vor? Noch Zeit. Was ist dein Geheimnis dann? Jung zu bleiben und so lange im Geschäft zu bleiben? Ja, ich glaube, das Geheimnis ist, dass man weiter erfolgreich gearbeitet hat. Wenn man das hat, dann bleibt man, glaube ich, auch jung. Mhm. Und in wie viele verschiedene Richtungen dann bist du dann gegangen in deine Karriere? In sehr viel verschiedenen. Ich habe dann Musical gemacht später, also vorher Film, Schauspielerei, Tanz, Musical. Und bin nach Las Vegas. Nach Las Vegas habe ich dann ein Buch geschrieben, habe hier meine eigene Show gemacht und jetzt produziere ich ja auch ab und zu. Mhm. Du hast aber Singen richtig gelernt, hast du mir erzählt. Ja, das habe ich studiert, sogar ein Jahr bei Fritz Wunderlich, einem sehr großen Opernsänger. Was hat er da mit dem Stuhl gemacht? Das steht in meinem Buch drin, du hast mein Buch gelesen. Ich habe es nicht gelesen, nein. Er hat das Zwerchfell trainiert, indem er mir einen Stuhl hier gegen hielt und gesagt hat, ich muss den wegdrücken mit dem Zwerchfell. Und so habe ich Atemtechnik gelernt. Und mit Schreiben? Schreiben, das hat mir mein Verleger damals beigebracht. Das ist noch nicht so lange her, das ist erst 5 Jahre her. Und wie bist du dann durch die Türe von Dallas gekommen? Dallas und Denver? Ja, das war verhältnismäßig leicht eigentlich, weil Charlene Tilton wollte mal singen, die wollte das mal ausprobieren und das war mehr oder weniger nur ein Gag. Das sollte also nicht eine Zukunftssache sein. Nur John James von Denver, das ist ein richtiger Sänger, ein ausgebildeter Sänger. Und ich wollte halt einen Sänger aus Amerika haben und nachdem er bei uns sehr populär ist, lag es auf der Hand. Singst du jetzt etwas für uns auf Französisch? Mein Französisch ist ungefähr so gut wie mein Deutsch. Wie ist der Titel, was du jetzt singst? Ich glaube, das ist schon lange her. Passeport pour le soleil, glaube ich, heißt der Titel. Oui, oui, oui.